Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tech-Video. Dieses Mal geht es um den Image Configuration Service. Wir befinden uns hier in Prism Element, der Management-Oberfläche eines Nutanix-Clusters. In diesem Fall hier sind wir auf AHV. Wir klicken oben rechts auf das Zahnrad und dann auf Image Configuration. Und was wir jetzt machen möchten, ist zum Beispiel ein ISO-Image im Cluster zur Verfügung zu stellen, das wir VMs auf Basis dieses ISO-Images dann entsprechend erstellen können. Wir geben dem Image jetzt erstmal einen Namen, wählen entsprechend als Typ ISO aus. Und wenn wir das zum Beispiel in einem Dropbox-Container auf einem internen Webserver oder irgendwo liegen haben, dann können wir hier einfach die URL entsprechend angeben. Klicken auf Save und im Hintergrund legt die Plattform los und lädt das Image entweder aus dieser URL oder wenn man Upload gewählt hat, aus dem Upload entsprechend aus und stellt diesen dann zur Erstellung, wenn man eine neue VM erstellen möchte, entsprechend zur Verfügung.